Einweihung des neuen Röntgeninstituts des städtischen Spitals Decadol in Neuenburg. Die Einrichtung hat ca. 250.000 Franken gekostet. Vorführung der neuen Diagnostikanlage. Trotz ihres bedeutenden Gewichtes lassen sich die verschiedenen Apparate sehr leicht bewegen. Spezialvorrichtung für die genaue Untersuchung der Wirbelsäule. Der Vollschutz kennzeichnet die ganze Einrichtung. In der Haube befindet sich eine Drehanoden-Röntgenröhre. Diese Röhre bildet heute das beste Mittel, um schärfste und genaueste Röntgenbilder zu erzielen. Aufnahme des Ellbogens. Eine umständliche Lagerung des Patienten ist überflüssig, da die Aufnahme nur einige Hundertstel Sekunden dauert. Zentrierung mit nachfolgender Wahl der Blende. Auslösen des Röntgenstroms. Die Assistentin befindet sich im strahlengeschützten Raum. In der röntgentherapeutischen Abteilung wird eine tief sitzende Mundhöhlengeschwulst behandelt. Die Röntgenstrahlen üben hier eine kaustische Wirkung aus, die derjenigen des Radiums gleichzustellen ist. Dieses neue Institut wird der Neuchâteler Ärzteschaft große Dienste leisten. Als erste Schweizer Stadt hat Neuenburg das radiofotografische Examen für seine Schulkinder eingeführt. Trotzdem dieses Examen nicht obligatorisch war, hat die Bevölkerung spontan zum vollen Gelingen des Experiments beigetragen. Klasse um Klasse begeben sich die jungen Neuenburger ins Portales-Spital. Zuerst werden Thorax und die zum Durchleuchten und Fotografieren notwendige Kilovoltage gemessen. Das Resultat dieser Messungen wird auf einer Karte eingetragen. Einer der Operateure führt die Karte in den Apparat ein, was automatisch den Film vorwärts bewegt. Die Stellung des Kindes wird von einem Arzte kontrolliert, der den Apparat durch einen einfachen Kontakt auslöst, nachdem eine Schutztüre geschlossen wurde. Schnelligkeit des Vorgangs und geschickte Kettenorganisation erlauben es, ungefähr 150 Aufnahmen in der Stunde zu machen. Die allgemeine Anwendung radiofotografischer Kontrolle der Schuljugend, die durch die verständige Mithilfe der Bevölkerung ermöglicht wurde, stellt einen großen Fortschritt zur Förderung der Volksgesundheit dar.